Ach, ich habe noch 7 Fokuspunkte, oder was? Nee. Okay, ich wollte gerade sagen. So. Jetzt müssen wir hier wieder raus, ja? Da hinten ist noch ein Buchregal. Anders finde ich das hier nicht. Ich könnte jetzt hier natürlich auch alles absuchen, aber bis ich das dann hier finden würde, würde sich das LP, glaube ich, noch 300 Folgen in die Länge ziehen. So. Du bist es. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Ach, du Scheiße. Dieser Ort ist wirklich ein Labyrinth. Gut, dass wir immer so leichte Fixpunkte haben, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann. Oh, was ist das denn hier? Ja. Ja, von da kommen wir doch. Warum kann ich da jetzt reingucken? Da oben blendet etwas wieder. Okay, hier scheint nichts zu sein. Auch keine Schubladen, die man aufmachen kann. Keine Bücherregale, die man durchsuchen kann. Okay. Komm, dreh, 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 dreh. Sehr praktisch. Allerdings. Coole Treppe eigentlich. Geiler Mechanismus. Geht's denn da jetzt hin? Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Boah, wie geil sieht das aus, ey. Das sind einfach beidseitige Treppen, seht ihr das? Oben wie unten eine Treppe. Ist voll geil, ey. Da seht ihr das, ne? Die Treppe ist jetzt von oben wie unten halt. Und je nachdem, wie man die dreht. Ich krieg nicht mal so ein bisschen Glas kaputt. Je nachdem, wie man sie dreht. Ein einfacher Sprung. Aber wie komme ich darauf? Ha. Wahrscheinlich muss ich da wieder eine Treppe anständig drehen. Ha. Guck mich nochmal gerade um. Okay. Hier komme ich doch schon mal hoch. Jetzt brauchen wir nur noch so ein Ding, was wir drehen können. Damit wir dann da hinten... Oh, okay, hier ist zu. Und hier geht es dann nicht mehr weiter. Müssten wir jetzt die Treppe wieder drehen können, aber das können wir hier gerade nicht. Das heißt, das hier bringt uns nicht weiter, aber da liegt noch was. Oh, toll. Kann ich leider nichts mit anfangen. Da müssen wir die Treppe dann drehen. Das ist hier wirklich ein Labyrinth. 3. Drehen wir den. Komm schon, dreh, 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 dreh.
müssen jetzt ein bisschen gucken, wie wir das machen. Jetzt können wir von hier hoch. Und dadurch. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Aha. Bringt uns das was, wenn wir jetzt hier runtergehen? Huch, nein, du solltest da runter. Aha. Was ist, wenn wir das Ding jetzt hier auch wieder drehen? Schon. Oh. Was zur Hölle war das? Okay. Das sah nicht sehr gut aus, ehrlich gesagt. Jetzt können wir hier. Kommen wir jetzt hier einmal rum? Ah, können wir nicht. Ist ja kacke. Aber ich glaube, jetzt müsste das funktionieren, wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen. Das Ding hier wieder drehen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Drehen, drehen, drehen. Zap. Müssen wir da eigentlich hinkommen? Werden wir zumindest jetzt herausfinden, ob das klappt, was ich mir da so ausgedacht habe. Moment, wo musste ich jetzt nochmal lang? Da hoch. Ich glaube, ich habe die falsche gedreht, kann das? Hier war ja der Eingang, ne? Von hier aus sollte ich das Ding dann natürlich nicht drehen. Von hier aus. Das hier musste ich, glaube ich, jetzt wieder drehen, ne? Ich drehe es einfach mal. In der Hoffnung, dass es stimmt. Kommen wir nämlich hier hoch. Jetzt müsste doch eigentlich... Ich hatte doch... Aha. Da. Da. So. Aber hier war das Vieh, ne? Das gefällt mir jetzt nicht so ganz, aber wir müssen hier hoch. Hier ist eine Truhe. Nix drin. Ah. Ist das etwa der Glöckner von Notre Dame? Ich vermute, wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ha. Huh. Wow. Ja, blende mich halt. Okay, wir haben die Zeichen. Das war Nummer 1. 2. 3. 4. Ich habe das Buch.
An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Ich glaube auch. Entkomme. Was zur Hölle kommt denn jetzt hier auf uns zu? Weil wir hier entkommen sollen. Okay. Ich habe hier irgendwelche Stimmen gerade gehört. Hoffentlich hilft uns gleich mal das Monster. Spielen nicht beschatze. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkeln. Ich brauche was zu trinken. Okay. Das heißt, ne Moment, konnte man nicht auch hier irgendwie raus? Weiß nie, was man unter der Stadt zu sehen kriegt. Aha. Und jetzt sollen wir da hinten hin. Ja, das sollte ja passen. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Hier ist niemand, Jared. Und zwar schon ziemlich lange. Nur Staub und Bücher. Madame X mag ihre Bücher aber. Was meinst du? Sollen wir was mitnehmen? Wir könnten es an Kerl vorbeischmuggeln. Vielleicht springt dabei ja was für uns aus. Mich nennst du Betrüger? Ich bin dabei. Oh, 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 oh. Ich wollte hier gar nicht runter. Fuck. Ich will dein Blut! Geht doch. Kommen jetzt hier noch mehr von den Pissern? Oder war es das jetzt? Oh Scheiße. Es kommen noch mehr. Mach's halt für Krach. Das wäre nicht so erschreckend. Okay. Kommt der Typ mit der Fackel. Der Gestank hier ist widerlich. Okay, der läuft dran vorbei. Sehr gut. Schnell weg hier. So, jetzt können wir hier in Ruhe den Turm rauflaufen. Hoffe ich zumindest, dass wir das in Ruhe können. Die haben jetzt hier überall diese blöden... Warum? Bist du einsam da unten? Komm schon, komm schon! Oh Mann, du bist wirklich eine Nervensäge. Dieser Ort erinnert mich an eine Geschichte. Irgendein Adliger erbt Land an der alten Mauer. Wünscht sich einen Rosengarten. Ich glaube, Scheiße. Ich hab was... Scheiße! Mann! Hat er uns erwischt? Ich glaube, ich habe nicht mehr zwischengespeichert, ne? Mhm. Ah, doch. Passt. Tut gut, eine Weile von den Großköpfen weg zu sein. Oh, 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 oh.
Diese verdammte Stadt. Okay, so, der ist schon mal weg. Konnte man nicht hier irgendwo auch wieder rein in dieses blöde Ding? Was die wohl in den Eintopf werfen? Ah! Weg. So, wo ist denn der eine Typ hier mit der Fackel? Bist du das da etwa? Hallo, ich würde hier gerne weitergehen. Keiner da, keiner da. Ich hau dich um! Du hast doch bestimmt Krams dabei, oder? Wusste ich's doch. Ah, da geht's nicht weiter. Das war der falsche Weg. Ah, nach da oben. Da kann ich mich leider nicht dran hangeln. Ah, Moment. Vielleicht ja doch. So. Boah, sehr komische Geräusche gerade. Was zur Hölle? Seit wann kann ich denn da jetzt wieder dran springen? Das ist viel zu undurchsichtig, wann man da dran kann und wann nicht, ey. Das ist so komisch irgendwie. Bestraf mich, Mutter. Ich war böse, so böse. Warte, nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure. Au! Komm her zu mir. Au! Was geht denn hier vor, General? Au! Das reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Das wirst du bereuen. Schmutzige Geheimnisse haben wir damit bestanden, wollte ich eher sagen. Geschafft. Gerade mal 35% aller Objekte gestohlen, aber egal. Ich bin ja nicht auf 100% aus. Von daher passt das schon. Kapitel 3 ist vorbei. Schaukästen aktualisiert. Das ist sehr schön. Wir haben ja wieder ein paar Sachen gefunden. Da hat sich ein Schildchen dazu gereiht und da ist dieser Armreif drin. Ah, da ist auch dieses komische Teil, was wir gefunden hatten. Ja. Gut, liebe Freunde, an dieser Stelle mache ich dann jetzt erstmal Pause. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Thief. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss, macht's gut.